Guten Tag. Heute wird's slawisch, also jugoslawisch. Die Reste davon. Wir machen Duvetschreis. Also Blumenkohlreis mit Paprika und Tomatenmark und Zwiebeln und Knoblauch und Zeug. Jetzt. Eine meiner Lieblingsbeilagen. Jetzt. Verdammt. Wir brauchen Blumenkohl. Einen ganzen Blumenkohl, so einen mittelgroßen Kopf, den habe ich in unserem Multiquick im großen, wie heißt das? In dem großen Multizerkleinerer. Im großen Multizerkleinerer zu Blumenkohlreis verarbeitet. Das geht ziemlich gut. Also habe ich ehrlich gesagt in dem noch nie vorher probiert, aber geht echt gut. Ich verlinke den mal unten. Mhm. Eine ganze Gemüsezwiebel in grobe Stücke geschnitten, 2 Zehen normaler Knoblauch oder 1 Zehe Ackerknoblauch, auch grob gehackt. Dann nehme ich immer ganz gern unsere Gemüsepaste, die darfst du dann verlinken. Ja, wenn du nicht weißt, wenn du wissen willst, wie die geht, die ist da oben über dem i verlinkt und unten in der Infobox. Genau. Ansonsten, wenn du die Gemüsepaste nicht hast oder nicht nehmen willst oder sonst was, dann lass sie weg und musst halt mehr salzen und sonst andere Gewürze dran tun. Ja. 2 Esslöffel Tomatenmark, 1 Paprika-Ampel, das heißt eine rote, eine grüne und eine gelbe, in mundgerechte Stückchen geschnitten. Etwas Butter für den Blumenkohlreis gleich in der Mikrowelle und auch zum Anbraten. Und außerdem Salz, Pfeffer und ich mag da außerdem Chiliflocken drin haben. Da steht scharf drauf. Ja. Ja, genau. Ist aber Chili. Ist gar nicht scharf. Apropos Mikrowelle. Wir tun jetzt den Blumenkohlreis in die Mikrowelle, natürlich nicht in der Metallschüssel, mit ein paar Butterflöckchen und da bleibt der ungefähr so 8 Minuten drin und dann ist der soweit fertig und in der Zeit braten wir den Rest. Was macht man jetzt, wenn man keine Mikrowelle hat? Man könnte den Blumenkohlreis kurz in kochendem Wasser blanchieren. 2 Minuten, 3 Minuten, irgendwie sowas. Und danach gut abtropfen lassen, weil der saugt dann natürlich Wasser wie Hölle. Oder auch mit wenig Wasser in einer Pfanne durchgaren, irgendwie sowas. Mhm. Es ist jedenfalls alles relativ aufwendig ohne Mikrowelle. Deswegen in dem Fall, ich benutze unsere Mikrowelle gar nicht oft. Außer für Blumenkohlreis. Okay, dann lass uns den mal reinpacken. Ja. Also, was wir jetzt zuallererst mal machen, ist natürlich Butter in die Pfanne, in den Wok oder im Topf, egal. Und die Zwiebeln andünsten. So, dann kommen jetzt auch direkt die Zwiebeln dazu. Die dürfen jetzt etwas Farbe kriegen. Du kannst die natürlich auch feiner schneiden, wenn dir das lieber ist, aber ich habe da eigentlich ganz gern Stückchen, also spürbare Stückchen drin. Die Zwiebeln werden jetzt schon langsam glasig, das heißt, jetzt kommt auch der Knoblauch dazu. Ich tue den immer gern ein bisschen später dazu. Weil wenn Knoblauch zu sehr gebraten wird, dann schmeckt er für mich gern bitter und das mag ich nicht. Die Zwiebeln kriegen jetzt Farbe, die kriegen jetzt auch dunkle Stellen, das heißt, jetzt darf die Paprika dazu. Alles bitte, danke. Ja, ich glaube, da darf noch ein Stückchen Butter dran. Das waren dann so um die 30 Gramm Butter. Ja, das ist zum Anbraten in Ordnung. Und das wird jetzt halt angebraten, so 5-6 Minuten unter ständigem Rühren. Damit nichts anpappt und nichts anbrennt. Mhm. Aber es dürfen schon Röststellen entstehen. Soll ich mal nach unserem Reis schauen? Schau doch mal nach unserem Reis. Dann schaue ich mal. Woran merke ich denn, ob der fertig ist? Probieren. Okay. Boah, leck mich! Scheiß Deckel! Also er hat noch sehr gut Biss. Ich habe ihm jetzt noch mal 2 Minuten gegeben, dann müsst ihr es haben. Okay. Die Paprikas kriegen jetzt auch dunkle Stellen. Das heißt, jetzt kann auch die Hitze runter. Und dann kommt jetzt ein bisschen... Entschuldigung! Chili! Tu rein! Nein. Tu nicht rein. Wobei bei der Menge... Ja. Tu rein. Ich werde es überleben. Mal gucken. Ja. Wenn ich dann am Samstag im Video nicht mehr mit dabei bin, dann... Hat es nicht überlebt. Dann macht er alleine weiter. Mhm. Und jetzt kommt die Gemüsepaste dazu. Die wird halt einfach ordentlich untergerührt. Gesalzen wird deswegen jetzt übrigens auch absichtlich noch nicht, weil die Gemüsepaste ist natürlich sehr salzig. Die gehört ja auch so. Eventuell, wenn es zu batzig wird, dann vielleicht auch mit einem Schluck Wasser ablöschen, aber das sehen wir dann nachher. Könnt noch mal gucken, die 2 Minuten sollten rum sein. Ja. Der Reis ist da. Der Reis ist da, das ist wunderbar. Wir brauchen aber trotzdem einen kleinen Schluck Wasser. Den habe ich auch mitgebracht. Das ist gut. Weil so hat sich nämlich jetzt das unten am Boden angelegte noch etwas gelöst. Und jetzt darf der Reis dazu. Ich hoffe, der ist richtig. Ist jetzt. Soll ich probieren? Ja. Perfekt. Yay! Also so. Es waren dann 7 Minuten bei 750 Watt. Ja. So, der kommt jetzt da einfach rüber. Und mit etwa 30 Gramm Butter, sowas in der Richtung,
30 Gramm Butterflöckchen. Ja, hatte ich da drüber getan. Genau. So, und das Ganze wird jetzt gut durchgerührt. So, Frau, magst du, möchtest Tomatenmark? Ja. Komplett? Ja. Einfach rein. Ich verteile es dann schon. Wer es noch etwas tomatiger mag, darf natürlich auch mehr Tomatenmark dran tun. Oder frische Tomaten. Oder frische Tomaten geht auch. Ach, hast du eigentlich schon gesalzen und gepfeffert? Nö, ich muss ja erstmal abschmecken. Ja. Möchtest du abschmecken? Ja. Mach mal. Ein bisschen Salz noch. Ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. In meinem Stück jetzt nicht. Der hat ordentlich Pfeffer Stems. Auf jeden Fall. Wobei ich tatsächlich fast noch ein bisschen mehr Tomatenmark dran tun würde. Hm. Weil der Blumenkohlkopf war dann doch ein kleines bisschen größer, als ich vermutet hatte. Also geschmacklich finde ich ihn so schon in Ordnung. Mhm. Ich bin der Meinung, da gehört mehr Tomatenmark dran. Und deswegen tun wir jetzt mehr Tomatenmark dran. Genau, nämlich nochmal 2 Teelöffel. Mhm. Die werde ich jetzt kurz anrühren mit etwas Wasser. Haben wir noch da? Ja, mach mal einen Schluck rein. Das wird jetzt auch nochmal kräftig runtergerührt. Also somit sind wir jetzt bei der Menge. Das war ein Kilo. Ungefähr ein Kilo Blumenkohl. Das waren jetzt dann 4 Esslöffel Tomatenmark. Aber wie das jetzt schmeckt, zeigen wir jetzt dann gleich, ne? Ja. Muss der jetzt noch irgendwie ziehen? Nö. Also ist der jetzt essbar? Der ist jetzt essbar. In Duvetsch-Reis kann man übrigens nicht zu viel rühren, das geht gar nicht. Dann ist es ja ein Gericht für mich. Mhm. Ausnahmsweise mal. Fertig. Probieren? Mhm. Cool. Wenn du mehr so Basic-Beilagen sehen willst, dann gib dem Video ein Däumchen. Oder Internationales. Schreib in die Kommentare, wie du das findest. Auf jeden Fall bitte. Ja. Und du darfst uns gerne abonnieren. Ja, kostet auch nichts. Nein, übrigens, wir freuen uns. Übrigens, bei uns im Blog haben wir noch fast 200 andere Rezepte, falls das nicht klar ist. Der Link zum Blog ist da unten und da drüben. Da ist übrigens auch noch ein Video. Oh ja. Sau lecker. Das gibt es jetzt übrigens bei uns als Abendessen zusammen mit selbstgemachten Jewab-Gigi. Bis dann. Tschüss.